Heute mal wird es super. Es wird schattenmäßig. Willkommen mit Super Shadow. Ja, den habe ich auf Fähigkeit freigeschaltet. Und willkommen zurück zu Let's Play Sonic Dash. Heute habe ich hier mal besonders mit dabei. Er ist der netteste und sympathischste Russe, der in Deutschland überhaupt lebt. Ihr kennt ihn wahrscheinlich alle. Falls nicht, dann kennt ihr ihn jetzt. Und schämt euch. Hier ist der Yume. Das geht. Ja, ihr habt schon lange von ihm gehört auf meinem Kanal. Wie lange ist es her? Keine Ahnung. War ich überhaupt auf deinem Kanal überhaupt mal vorhanden? Ich glaube schon. Im welchen Wald gab es letzte Best-of? Warte, warte. Das kann ich sogar überprüfen. Gib mir einen Moment. Ja, ein Hoch auf zwei Bildschirme. Es tut mir leid, wenn man gerne meine Tastatur gleich hören wird. Die ultimative Playlist. Best of Yume 2015 bis 23, keine Ahnung. Ich will die Playlist anschauen, nicht sortieren, danke. Eins habe ich hier von 9 Jahren, 8 Jahren, 8 Jahren, 8 Jahren, 7 Jahren, 7 Jahren, 7 Jahren. Vor 3 Jahren, dieses, wo ich Sonic Unleashed gespielt habe auf der Xbox 360. Wieso kann ich die Scheiße nicht löschen? Ja. Die vor wichtige Frage, Jahren. Die man dazu stellen muss, wann kommt der nächste Stream? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aktuell, was Streams angeht, bin ich erstmal so irgendwie, ich fühle mich so ausgebrannt, was das angeht. Mittlerweile, doch, vor fast 2 Monaten habe ich den letzten Stream gebracht. Echt, schon so lange her? Ja, ja. Wow. Keine Ahnung, bei mir ist einfach so die Motivation, was Streams angeht, einfach nicht mehr vorhanden, weil, wie gesagt, ich fühle mich einfach ausgebrannt, was das angeht. Ich finde das komplette Gegenteil. Motivation da, Zeit, nein, ich bin zu sehr mit meinem Projekt beschäftigt. Ausreden, das sind alles nur Ausreden. Du hast einfach nur keinen Bock, gib's zu. Nein, ich habe wirklich zu viele Projekte, wirklich. Also wenn ich dir mein Projektliste mal zeigen würde, du würdest wegkippen, du würdest dann denken, wait. Ah ja, na dann. Ja, die ist wirklich lang, Leute. Also wenn ich das bis zum Ende des Jahres alles schaffe, ich muss eh schon wieder alles umbauen, weil ich jetzt gelesen habe, es gibt ein super Spezialkonto für SEO Factual Daydream, wenn du Fate the Bullet hast und gespielt hast auch. Und ich mir denke, scheiße, ich muss mir einen neuen Spielstand machen. Fuck! Warum das denn überhaupt? Na, weil ich mit meinem anderen Account das mache. Da, wo ich spiele, da habe ich noch keinen Save, also ich darf Fate the Bullet direkt schon im September anfangen. Also kriegst du wahrscheinlich im Oktober, November von mir die Parts, aber ich muss schon im September anfangen mit aufnehmen, damit ich überhaupt was habe. Hat das Spiel kein New Game Plus oder sowas? Ist auf einem anderen Xbox-Profil angebunden. Ich will es aber mit dem anderen verbinden, deswegen. Ach, darum geht es. Außerdem will ich nicht mehr mit dem Spielstand spielen, wo ich die ganze Zeit hier mit DC3 abgefuckt wurde. Also das hat mir gereicht. Der Spielstand wird gelöscht. Na dann. Ja gut, ich glaube ehrlich gesagt, was SO angeht, ich habe nie wirklich ein Spiel richtig komplett gespielt. Ich glaube, das letzte SO, was ich wirklich so ein bisschen aktiv gespielt habe, das war glaube ich, welches Lost Song? Das zweite SAO-Spiel? Ja, das war Lost Song. Und das erste, das Remaster von der PSP. Reholo Fragment. Genau, das habe ich auch noch auf der PS3 fest. Ne, oder PS4, glaube ich. Ich glaube, PS4 habe ich das noch rumfliegen, aber. Aktiv habe ich auch nicht gespielt, aber A, es war auf Englisch, B, ich hatte irgendwann keinen Überblick mehr gehabt. Na, ich habe den dritten Teil auch noch nicht gespielt, also Holo Realization. Also man alle, falls ich mal Holo Realization bringen sollte, mal streamen soll, schreibt es in die Kommentare, dann machen wir das auch. Und übrigens, ich muss da erwähnen, damit der nächste Part erscheint, müsst ihr dafür sorgen, dass dieses Video mindestens 10 Likes und 5 Kommentare, ansonsten gibt es keinen weiteren Part. Und ich habe das nicht von irgendwelchen Fanmetern kopiert, nein, überhaupt nicht. Oh man, dick erstmal Werbung kassieren. No? Ja, du musst dich schon bewegen jetzt. Die Spiele in der Werbung sehen irgendwie so interessant aus, aber wenn man die Spiele tut, sind einfach so kompletter Schwachsinn. Ja, da hast du vollkommen recht. Alter, nein. Ich bin doch dumm. Ey, ich bin dumm! Du Opfer! Das sehe ich. Aber es ist nichts Neues. Ja. Übrigens, kannst du mal so den Zuschauern erzählen, wie so in der Fanmail-Szene momentan ausschaut, wenn ich das schon so halb angesprochen habe? Die gibt es schon, also zwei haben jetzt wieder mittlerweile angefangen, gut, die haben auch lange Pause gemacht, die haben mal im Hintergrund alles auf Vorrat gemacht, dies und das, haben die jetzt angefangen wieder zu Folgen zu bringen. Einen von denen kennst du auch. Xenas? Nein, Darkmoon, kennst du doch. Ja, Darkmoon kenn ich doch.
Ja, der hat ja wieder angefangen mit seinem Kumpel da so wieder Serien zu bringen. Xemnas, ich glaube, der macht da aktuell gar nichts mehr. Ich glaube, er legt nur das noch, was er auf Vorrat hat. Aber ich glaube, der will sich auch mehr auf das fokussieren, was bei ihm auch besser ankommt. Oh shit, ich hätte weiter rechts gehen. Immer schön der politische. Ich lasse das. Immer schön linksradikal sein, ja. Was bei mir aber angeht, ich habe einfach keine. Bei mir ist einfach die Lust schon, was das angeht, einfach raus. Vielleicht, keine Ahnung, ich habe einfach keine Motivation, was das angeht. Ja, ist ja auch ziemlich anstrengend, der Filmtag. Ich habe ja selber keine Filme jetzt gemacht, also ich kann es. Also anstrengend teilweise. Du musst einfach konstant die Idee haben und halt, wissen, wie es geht. Ja, das auch. Wissen, wie es geht. Halt den Flow haben dafür. Und halt, du musst halt eine Story ausdenken, die auch gut ankommt und nicht nach immer gerusht ist, zum Beispiel nach, keine Ahnung, wenn es bei Dragon Ball ist, weil Dragon Ball immer gut ist, was ankommt, oder generell Serien, die ein bisschen schonenmäßig angelegt sind, weil das wird eher geschaut, da kann man auch eher was machen. Dass nicht zum Beispiel der ist eine, ich sag jetzt mal, ein Arc, keine Ahnung, 5 Folgen geht und nach der nächste Arc anfängt. Also du musst schon so ein bisschen wie so ein Anime gestalten, das. So ein paar ruhige Folgen, ein bisschen dies, bisschen Drama und dies, das, anderes halt. Ja, das ist halt, muss man halt ein bisschen aufbauen. Man muss halt viele Gedanken machen. Genau. Und da hat sich halt die Szene selber immer weiterentwickelt, muss man gucken, dass man auch irgendwie mit dabei bleibt. Dann, bist du dann raus. Ist wie beim Let's Play, weißt du. Nicht jeder schaut sich manchmal klassische Let's Plays an. Obwohl ich mittlerweile glaube, dass das klassische Let's Play so langsam wieder zurückkommt. Das ist ja auch, also ich mache meine Let's Plays eigentlich nur noch cutted. Ja gut, ein bisschen cutten kann man ja, aber ich meine, so leicht Versprecher oder da, wo man zum Beispiel, so wie es diese, eine Pause, diese Werbung, da kann man rauscutten, sowas halt, ja. Aber ich meine, so im klassischen Stil von, ja, ich cutte nur zum Beispiel, keine Ahnung, Backseat oder so ein Scheiß. Oder ja. Sachen, die zum Beispiel jetzt sagen wir, okay, das ist nicht so interessant wie zum Beispiel eine Level-Session oder sowas. Das zum Beispiel kann man ja rausschneiden, das ist ja okay. Ja. Aber ich meine so, viele Highlights. Machen Gameplay-Videos, die cutten halt nur das, wo nur das Lustige drin ist. Und dann auf einmal hast du, keine Ahnung, ich sag jetzt mal Pokémon-mäßig, auf einmal hast du angefangen, hast gerade mal Level 5er Glumander, auf einmal kommt der nächste Cut, auf einmal hast du schon, keine Ahnung, Level 28er Glutexo. Ich weiß. Wo man denkt, was ist alles dazwischen passiert? Das würde man auch manchmal gerne sehen. Ich weiß, Highlight-Videos mache ich ja auch. Ja, zum Beispiel. Gut, Highlight-Videos, ja, das kann man ja machen. Aber ich meine, so richtige Let's Plays sind mittlerweile auch nicht mehr krass vorhanden. Aber ich muss sagen, so mittlerweile, so bei mir auf meiner Startseite, werden zum Beispiel sehr viele auch kleine No-Name-Let's Player wieder angezeigt, die auch, sagen wir, vielleicht seit ein, zwei Jahren dabei sind. Und nicht nur einfach nur, so wie es viele machen, einfach nur Ausschnitte aus dem Streams nehmen und das als quasi Parts hochladen. Oh ja, das kenne ich. Ich meine, das habe ich auch gemacht mit Sonic Unleashed. Teilweise. Ich glaube, ich habe damals als Display gestartet und dann irgendwann im Stream weitergemacht und einfach nur gecuttet. Also, partweise mäßig. Mhm. Habe ich nur einmal gemacht mit hier Exert vs. Water Online. Ich habe es dann gelassen. Ich habe es auch mal vorgenommen zu machen, aber irgendwann denke ich mir so, nee. Nicht so. Ich habe auch jetzt zu überlegen, ich glaube, das würde ich sogar auch durchziehen, dass ich mal wieder mit Let's Play auch anfange, so im klassischen Stil auch. Und diesen typischen Cuts, die halt für jeder Let's Player also für sich kennt. No? So ein bisschen back to the roots like. Weil ich denke mir so, ich glaube, das würde mir auch gut tun gegenüber den ganzen Streams einfach teilweise. Weil zum Beispiel, da kann ich auch mal Spiele bringen, die auf die ich Bock habe und die, wo ich genau weiß, dass die im Stream zum Beispiel jetzt einfach untergehen werden. Dinosaur King. Oh, dann, also ganz ehrlich, ohne Mist, ich habe erstmal überlegt, okay, ich mache wieder ich spiele so ein Pokémon-Spiel, so like a Noble Nuzzle, keine Randomizer halt, weil es wäre auch mal für mich interessant, sowas zu machen, da ich sowas halt noch nie gemacht habe bis jetzt. Da wurde mir von manchen vorgeschlagen, also von meinen Friends wurde mir auch vorgeschlagen, Yu-Gi-Oh! Da ich mir so, okay, Master Duel ist eine Sache, die eher interessant wäre, wenn man halt nur im Stream bringt, weil... Du könntest auch einfach, wenn du richtig eine richtige Challenge machen willst, hier so ein bisschen Oldschool-mäßig Yu-Gi-Oh! Power Chaos machen, hier die Yu-Gi-Variante. Das ist Hardcore. Ja, oder sowas, oder einfach, oder zum Beispiel, was ich halt mir überlegt habe, zum Beispiel was Yu-Gi-Oh! Angeht,
So die World Championship Reihe, so die von der 5Ds Ära, wo man die Story teilweise nachspielt. Oh ja, Alter, die ist geil. 2011. Die habe ich, weil ich habe nur 2010 und 11er gespielt selber. Also die habe ich auch privat. Die 2009er, also die allererste Storyline, sage ich mal, das Story Arc, habe ich nie gespielt. Das wäre auf mich mal interessant, das mal zu machen. Einfach mal da mal so die Story zu erleben. Ich meine, wie gesagt, ich verfolge auch einen, ich sag mal, No-Name-Let's Player. Und ich muss sagen, der macht das halt auch gut. Und so für die Verhältnisse, sage ich mal, auch sehr gut geschaut. Weil ich habe gerade seinen Kanal auf und so, einfach so random, so wenn ich so ein paar Yu-Gi-Oh! Parts ansehe von ihm, die gerade mal sagen wir jetzt vor 6 Tagen hochgeladen wurde, der letzte Part, wie ich es sehe, hat auch sogar sehr gute Aufrufe. Weil ich so jetzt nach den Zahlen gehe einfach. Und es hat mir auch die Motivation mal gegeben, es mal selber wieder mal anzustreben. Also mal ja, wieder dran zu tasten. Ich fand Dinosaur King fand ich auch geil, was du damals gemacht hast. Das ist doch über Legende. Ja, mach bitte nicht nochmal denselben Joke wie damals mit Xem, das der eine. Mit Patron, das war so. Oh mein Gott. Glaubst du? Oh Mann, das ist schwierig, nicht zu lachen. Das ist jetzt über den Film. Guten Tag. So zu reden tut weh. Aber egal. Ich frage mich, ob er in die Lagerhalle von Ursula aus Ariel die Meer. Das war geil. Ich habe, glaube ich, sogar das Beste mal erstmal gestern nochmal angeschaut. Also, so ist Ariel, das war genial. Was ich auf jeden Fall mal vorhaben wollen würde, also wenn ich halt die Lust beibehält, was Let's Plays angeht, mal wieder Tales of Xillia zu Let's Playen. Bandai Namco, wann kommt eigentlich Xillia 1 und 2 auf dem PC? Verdammt, hey, wieso, was ist mit Bandai Namco auf einmal? Dass die es mir eigentlich mal bringen. Ich hoffe, dass sie es sehen und das einfach mal auf den PC bringen. Wir wollen es eigentlich mal auf dem PC spielen. Boah, das wird. Also, wenn das auf PC kommt oder von mir auf die Switch, mir egal, scheiße drauf, ich kaufe alles. Oder wir fragen mal Kenshi Anabuki einfach mal, den Game Director. Das wäre. Also, wie gesagt, wenn das Spiel mal wirklich mal ungelogen auf PC kommt, ey, ich glaube, ich kaufe es mir direkt beim ersten Tag. So, scheiß auf die ganzen Bugs, die da sind, ist mir wurscht, ich kaufe es. Ich auch. Das ist einer meiner Lieblingsspiele of all time, die will ich besitzen. Und ich finde den ersten Teil besser als den zweiten Teil. Ist mir scheißegal, was alle sagen. Der zweite Teil ist ein bisschen düsterer gehalten. Und dass der Charakter halt so gesehen nicht sprechen tut, wirklich. Wo man es erstmal durchspielen muss, um das freizuschalten, außer bei Cheated, fragt mich so ein bisschen ab. Weil ich bin jemand, ich bin froh, wenn ich das Spiel einmal durchgespielt habe, direkt einen zweiten Mann zu starten, tue ich nicht, außer. Es ist wie ein Tales of Xillia gelöst, dass du beide Charakter-Arcs durchspielen kannst. Und ich habe für beide Charakter-Arcs jeweils 3 Tage gebraucht. Also sagen wir eine ganze Woche für das ganze Spiel. Ja, ich habe wusste, dass ich sagen, wenn ich kenne, eine Puki ist ja dafür ja offiziell bekannt. Ja, ich kenne den Typen ja auch nur wegen Scarlet Nexus. Oh, Scarlet Nexus soll ich auch mal spielen. Ich habe genau viele Spiele, die ich auch mal früher gedacht habe, ah, die brauche ich mal ins Play. Jetzt spiele ich so, oh, die kann ich mal ins Stream bringen. Was mache ich davon? Gefühlt gar nichts. Und ich ärgere mich dann immer selber darum, warum ich das nicht mache. Shadow, ich hab nach links gedrückt. Shadow wollte nach rechts. Aber wie gesagt, ich glaube, es würde auch für mich auch. Also für mich ist es auch wieder gut werden, wenn ich mal. Wieder back to the roots geht ein bisschen. Genau. Genau wie das hier. Ja, genau wie Tetris. Aber schön, dass sich da direkt alle Farben ändern tun. Ist nicht Cheating oder sowas. Spielst du gerade selber Tetris oder was? Nein, das ist Werbung. Also ich dachte, du steuerst gerade selber. Das wäre irgendwie funny. Belohnung erhalten. Spiel ist abgestürzt. Geil. Die Werbung hat das Spiel gekillt. Passiert sehr oft. Ja, das glaube ich. Wenn ich Pokémon mache, würde ich wahrscheinlich wieder mal die 6. Gen ansteuern. Ich habe 6. nie gespielt. Echt? Die 6. Gen nie angefasst? Nee, ich habe die komplett geskippt. Ich muss sagen, von der ganzen 3DS Pokémon Ära fand ich XY sogar eigentlich am besten. So auch vom Weltenaufbau und so weiter fand ich XY eine der besten Gens seit langem für mich. Ja, ich habe noch nie einen 3DS Teil wirklich mal durchgespielt. Ich habe die seit Jahren nie angefasst. Die liegen bei mir immer noch rum hier. Genau wie ich habe die alle einmal durchgespielt. Ich habe die 6. Gen habe ich 3-mal durchgespielt, einfach nur einmal mit jedem Starter. Und das war's. Die 7. Gen Ultra Sun Ultra Mond
ist. Ich sag mal so, wenn du Ultrason und Ultramond spielst, brauchst du Sonnemond nicht spielen. Weißt du, im Endeffekt dasselbe spielst, nur mit einer leichten Story-Abänderung. Like a Special Edition, wie bei Kristall oder Platin, sowas halt. Und es gibt eine Stelle, du hast einen Bossfight. Ultra Necrossmann, sage ich nur dazu. Heilige Scheiße, hat der mir viel abverlangt. Hätte ich damals nicht mein Geowatz im Team gehabt, hätte ich nur aus Rastgaben Probleme gehabt. Na, Pokémon. Weil das Pokémon one-shottet einfach alles. Ich weiß, bei Pokémon Sonne bin ich, glaube ich, immer noch bei der Pokémon-Liga und ich habe den nie geschafft, selbst mit diesen Event-legendären Pokémon. Habe ich nie geschafft, den. Liga in der 6 in der Sonne Mond zu halt verließen. Nein, meine Pokémon werden alle mal weggenatzt. Hast du so wenig gelevelt oder was? Nee, ist einfach im Level eigentlich gut, aber trotzdem. Was ich aktuell auch so ein bisschen aktiv privat spiele, ist Pokerogue. Das macht voll Bock, das Spiel. Das ist auch so ein Spiel, was man gut im Stream bringen kann. Das ist so ein Roguelike-Pokémon-Spiel einfach. Das macht derbe Bock. Ich glaube, das höchste, was ich geschafft habe, war mit eben 195, glaube ich. Bei 180 bekämpfst du quasi in den Top 4 und die ist halt random. Kann sein, dass die Top 4 der Sinnoh-Region erwischt oder der Einheit oder sowas, also sind alle neuen Generationen vertreten, was Pokémon angeht. Und vom Sprite-Style her ist das an die 5. Gen gehalten. Was ich auch voll geil finde. Ich meine, 5. Gen ist meine Lieblingsgeneration. Ich feiere die voll. Ja, ich weiß. Gut. Früher war es halt die 2. bei mir. Weil ich fand halt geil, dass du halt 16 Orden machen konntest und quasi die Generation davor auch erkunden konntest. Was ich halt sehr geil fand. Aber ich habe die 5. Gen dann eher für mich mehr lieben gelernt. Warte, wenn ich 5. Gen höre, dann muss ich wieder an diese eine dumme Szene denken von damals, in was Pokémon weiß. Bei dir oder bei mir? Bei dir. Let's Play oder was? No, aus dem Let's Play, ne? Gott, das weiß ich gar nicht mehr. Das war die Szene hier, da waren wir in diesem Wald. Oh, mein treuer Freund, der du unserem König ewige Treue geschworen hast. Lutsch mal an. Er hat doch ewige Treue geschworen. Ach du Scheiße. Oh ja. Oh ja. Wald. Etwas weiter rechts. Oh ja. Genau richtig. So. Oh. Ach so schnell. Zu dritt gewesen. Genau. Oh mein Gott. Das weiß ich gar nicht mehr, ey. Ich kann es raussuchen. Ich hab den Clip einfach noch. Manchmal würde ich gerne mein altes Biss wiedersehen und einfach mal wieder erneut hochladen. Aber leider habe ich halt nicht alle. Gar keine. Du fragst. Du sprichst gerade mit der Person, mit dem größten Kanal-Backup Deutschlands. Da gib mir mal alle meine Parts so nach und nach. Da lade ich die dann wieder von vorne hoch. Ja. So als Re-Upload. Oder ich mache extra für den Kanal wieder auf, so alte Let's Plays von mir. Ne? Ich meine, auf meinen jetzigen Kanal habe ich mein altes Let's Play wieder hochgeladen. Mit, was war das? Spider-Man Shattered Dimensions. Was auch ein geiles, eine meiner Lieblingsprojekte damals war. Ich glaube, das wird dauern mit dem Uploaden. Das sind ein paar hunderte Gigabyte, die bei mir rumliegen. Ach. Let's Play-Projektweise lang schon. Was ich aber gerne wieder mal spielen würde, aber das Spiel leider nirgendwo mehr erholen kannst. Weil das Spiel, glaube ich, nur digital verfügbar war. Ist The Legend of Korra. Und das Spiel hat mich so abgefuckt. Aber es hat so Spaß gemacht. Oh, stimmt. Habe ich das nicht gebestofft oder bin ich jetzt komplett blöd im Kopf? Warte, ich kann's. Ich glaube, du hast auch ein Best-of davon gemacht. Warte, ich. Ja, ich glaube, ja, genau. Der mit dem dummen Huchenbock. Ja. Ey, du weißt gar nicht, wie mich der so aufgeregt hat, ey. Der hat mich so abgefuckt, der Pisser. Alter, ich hab doch abgewehrt, Mann. Ich hab. What the fuck? Feuer, hä? Willst du Feuer? Willst du Feuer, Mann? Stimmt ja voll hier. Und. Fress das! Schlampe. Dreckiger Hurenbock, Alter. Wer jetzt noch was kommt, dann rass ich aus. Stimmt, ja. Ich hab das ganze Projekt an einem Tag aufgenommen.
an einem einzigen Tag habe ich das ganze Projekt aufgenommen. Ja, ich sehe es hier vor 8 Jahren dann hochgeladen, das Best of. Ich glaube aber, das Projekt, was ich am meisten wirklich gefeiert habe, neben Dinosaur King Legend of Korra, auch, du hast auch ein Best of davon gemacht, Super Dragon Ball Z, Super Sonic Warriors. Und ey, das Spiel war so schwer, ey, das Spiel hat mich doch, was so fucking schwer ist. Yeah. Erstmal Stream. Neben Leben. Ich fass nie wieder an, ey. Und ein Spiel gibt's noch, was ich auch nie wieder anfassen werde. Es war einer meiner ersten Projekte. Und die haben mich aufgeregt. Dreimal doch zu raten. Weiß nicht. Final Fantasy Sonic X, nicht wahr? Oh Gott. Ich würde mal wieder neu von vorne bringen, einfach mit der neueren Qualität, die ich mittlerweile habe. Weil die Qualität damals war nur scheiße. Es ist ein Dragon Ball Projekt gewesen. Ach nee, Dragon Ball, sag ich schon. Das war eine. Wie hieß ich denn ganz früher? Das weißt du noch. Ich spiel gerade. Also, es war nicht Darkhead, auch nicht Iron Darkhead. Ich hatte noch einen Namen noch vor Darkhead gehabt. Nee, den Namen kenne ich wahrscheinlich nicht. Ich hab mir gerade nichts mehr wirklich, sorry. Ich hieß der früher Yoshi-Fan, weil mir kein Name eingefallen ist damals. Und ich habe damals Yoshi's Island geletzplayed. Ich habe jetzt mal aus Spaß die Best-of-Projektliste mal aufgemacht, was ich sonst noch gebest-offt habe. In meiner Liste steht noch drin, Sonic Generations wurde gemacht. Ja, Sonic Generations, ja, hast du gemacht, das sehe ich. Dragon Ball Xenoverse. Genau, ich sehe hier, also Dragon Ball Z Super Sonic Warriors hast du gemacht, Legend of Korra, Dinosaur King, Xenoverse, Sonic Generations, ich glaube das erste Sonic Generations Let's Play, was ich gebracht hatte. Dann ein Stream Best of von damals, einer meiner ersten, glaube ich. Mit Pokémon Gold Randomizer. Also ohne Nuzlocke noch damals. Dann Final Fantasy Sonic X und halt Sonic Unleashed, die ersten zwei Streams. Ich hab Mephiles. Geil. Also wirklich, wenn man so von Kingdom Hearts leben könnte man echt meinen, dass Mephiles einfach nur Shadows Niemand ist. No? Frage ist dann nur, wer Shadows hässt, oder? Ach ja, das stimmt, das ist ja Doom. Oh, was? Weißt du, ich bin auch schon am Skript schreiben für das nächste Issue of Chaos für die letzten unbekannten Videoreihenformate. Es gibt eine Reihe, wenn ich mit dir rede, ich werde so Lachkrämpfe kriegen. Oh Gott, da muss ich Angst haben. Kenn ich die Videoreihe? Ja, kennst du, erinnerst du dich noch an unsere dummen Konversationen mit Terra und Kami? Och! Gibt's das Video überhaupt noch? Die gibt's doch, die du in Discord callst. Das hab ich nicht gedacht. Oh mein Gott, das war so legendär, ey. Weißt du, Kami, es gibt auch so einen Moment, so ein ganz leichtes Moment, ne? Wo du mir einfach nur auf den Sack gehst. Oder irgendwie so war das, glaube ich. Ja. Du kannst gerne mal angucken, ich habe die gerade bei mir, meine Hand auf meiner Festplatte, weil ich die ja rausziehen musste für Skript schreiben. Oh, Alter, das war auch so geil. Oder willst du mal drauf reacten wollen, so? Ich glaube, ich würde mal drauf wieder mal reacten, einfach so. Wieder mal, wenn ich auf alte Zeit wieder mal reagieren, das wäre auch mal geil. Ich hätte morgen Abend Zeit. Nee, morgen Abend ist schlecht bei mir, weil ich muss morgen ein bisschen früher ins Bett, weil ich habe am Montag, muss um 4 Uhr aufstehen. Nächste Woche, hast du da irgendwo mal Wochenende Streamzeit für sowas, oder? Nächste Woche... Ich muss mal gucken, ich muss mal meine Freunde fragen, wie es bei ihr aussieht. Ob wir überhaupt was vorhaben oder nicht. Ja, kannst du wohl fragen. Ja, ich schreib dir dann einfach. Im Laufe der nächsten Woche einfach dann. Gucken wir dann mal. Vielleicht haben wir Glück und Terra guckt dir das an und kommt wieder. Hast du überhaupt was von ihm gehört? Nee. Ich weiß, er hat einen Discord-Account noch. Ich habe schon ewig nichts mehr von ihm gehört. Ich habe. 8 Jahre oder 9 Jahre nichts mehr. Aber wenigstens lebt Kami noch. Kami lebt noch, der ist bei mir noch Mod. Der ist bei mir auf meinem Server, der ist immer noch aktiv von mir. Ja. Ich glaube, wenn er das dann sieht im Stream so die Reaction, wird sich denken: Oh nein. Er hat mir, glaube ich, sogar irgendwann mal das Video selber mal geschickt. Ich glaube, ist so jemand, der hat sich nicht verändert. Definitiv. Vor allem, das wird lustig, vor allem, wenn Xander dann im Stream ist und dann deine Screen nochmal zu sehen ist von Freya, wo man. Das, also, wie gesagt. Ich darf nicht laut schreiben, weil wir sind alle Fenster offen. Aber ernsthaft, die Reaktion, wenn ich das sehe von ihm.
Wenn sie mal sehen will, dann kommt bei mir vorbei. Genau. Oldschool, einfach die Zuschauer abwerben. Genau. Genau, so läuft es. Alle bitte zu. Hier mal rübergehen. Ich brauche ja keine Zuschauer. Erster Link in der Videobeschreibung. Ja, ist es auf jeden Fall immer. Immer doch, nice. Aber wie gesagt, mein Kanal ist zwar mittlerweile sehr tot, aber ich werde ihn versuchen, wieder mal wieder zu beleben einfach. Jetzt nicht halt mit Streams wirklich, sondern wirklich mal mit Let's Plays, mit Videos. Wenn ich sehe, dass es gut ankommt und halt, ich sag mal, eine gewisse, ich sag jetzt wie ein Streamer, die Zuschauerschaft da ist, vielleicht werde ich auch wieder zu YouTube rübergehen und nicht mehr auf Twitch weitermachen, aber das ist so Wunschdenken. Ne? Weißt du, was du mal ausprobieren könntest, wenn du es mal, das weißt, wie das bei dir dann so ankommt, mach mal einen Livestream auf YouTube, aber in dem Hochkantformat. Also zu sagen, dass du in den Shorts wieder reinlandest, Alter. Kann man auf YouTube Shorts überhaupt streamen? Ja, das geht. Wenn du musst das aber im Hochkantformat musst du streamen. Ja, das ist mir klar. Aber dann kommst du in den Shortsfeed rein. Aber ich habe wirklich ohne Mist auf YouTube Shorts noch nie einen Stream gesehen. Ich habe schon so oft Streams gesehen. So auch was? Ich habe so oft schon Streams dort gesehen, alle möglichen. Also auf YouTube Shorts nicht. Auf TikTok ja, aber auf YouTube Shorts noch nie. Komisch, aber ich hab dir auf jeden Fall schon gesehen. Wow, das, Alter, der Jump, Alter. Das war Ultra-Instinkt. Definitiv, ne? Das war auch der Ultra-Instinkt, ne? Das war der Ultra-Ego. Das ist ja der Gegner, du musst Schaden kassieren, du musst auf die Fresse kassieren. Und deine Eingeweide müssen rausgerissen werden, nur damit du stärker wirst. Ja. Passt ja zu Vegeta. Genau. Das ist Vegeta. Vegeta in Igel-Format. Ja, ich kann es verstehen, dass alle sagen, Sonic ist einfach ein Dragon Ball-Klon. Ja. Kann ich wirklich verstehen. Und ich sehe auch die Vergleiche und so weiter. Weil ich meine, Piccolo lebt bei Dennis Palast. Knuckles lebt auf seiner Insel. Beide sind in der Luft. Beide hüten quasi über 7 Gegenstände, eher über Dragon Balls, eher über die Chaos Emeralds und Master Emerald quasi. Ja, Sonic ist ein bisschen wie Goku, nur dass Sonic halt schlauer als Goku ist. In diesem Sinne, wenn man es so sagen darf. Shadow und Vegeta, ich glaube, die ähneln sich wie die Faust aufs Auge, nur dass, glaube ich, Shadow ein bisschen netter als Vegeta ist. Würde ich jetzt sagen. Ja. Und Silver und Future Trunks, meine Fresse, was soll ich dazu sagen? Beide kommen aus der Zukunft, beide wollen ihre Vergangenheit ändern. Soll ich dazu noch was hinzufügen? Sega hat die Idee einfach geklaut. Ja gut, Sega hat doch bestätigt, dass zum Beispiel auch Super Sonic vom Super Saiyan inspiriert wurde. Damit hätten wir erstmal genug wieder aufgenommen, wir haben jetzt über eine halbe Stunde, das passt also. Von daher, das wär's für diesmal von Sonic Dash. Ihr wisst, mindestens 10 Likes und 5 Kommentare, damit das weitergeht. Spaß beiseite. Und wenn nicht, deabonniere ich euch alle. So, das hab ich eben. Genau. Legt euch nicht mit dem Russen an. Denn ihr wisst, was dann passiert. Da fliegt die Wodka. Genau. Xenos hat schon am eigenen Leibe erfahren. Und ihr wollt nicht wie er enden. Ja, das stimmt. Genau. Auf jeden Fall, bis auf jeden Fall den guten Jume. Link dazu ist in der Videobeschreibung, wie bei jedem. Und ich hoffe, ihr klickt drauf, weil ich habe das Gefühl, ihr klickt nicht auf die Links. Das finde ich nämlich scheiße, dass ihr die anderen Leute supporten wollt. Was fällt euch ein? Ja, also asoziales Packs gibt es doch gar nicht, ey. Ja, du musst deinen Zuschauer echt mal erziehen. Das ist so, nee. Ich muss das Gefühl schlagen. Ja, ey, Marvin. Hol die Peitsche raus. Du musst schon den Lörgers auspacken. Ja. Du musst schon zeigen, wer der Mann hier ist. Ey Marvin, kannst du mir für nächstes Jahr für die Geburtstagsfeier mal eine Peitsche zur Verfügung stellen, wenn ich mal alle anderen mal peitschen kann? Danke. Ey, eigentlich meine ich deinen Lörres, aber okay. Was? Aber bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Und ciao.